Also, wir haben noch zu tun, bis Landwirtschaftssimulator 2015 rauskommt. Wie sammelt man da den Reis eigentlich ein, weißt du da? Gibt es da eine Maschine dafür? Ja, das kannst du auch dreschen. Ah, okay. Ich hatte jetzt nämlich einen wilden Gedankengang. Was denn? Sag ich nicht. Du wolltest wieder kleine Japanesen? Ob es da Japsa als Mods gibt. Oder ne, eigentlich ist ja China, ne? Ja, oder Korea, irgend sowas halt da drüben. Ja. Ein fernöstliches Volk. Genau. Um das mal so zu sagen. Ja, aber eine gute Frage. Wie ernten die denn in Wirklichkeit? Zupfen. Wirklich? War das wirklich nur gezupft? Ich weiß nicht, ob Reis jetzt maschinell auch geerntet wird, also, aber ich denke mal. Im Land der aufgehenden Sonne, ich denke mal, da gibt es eine Maschine dafür, die das macht. Oder ein Roboter. Handy. Eine App. Na, ich weiß es nicht. Also, das, ob das noch so von Hand gemacht wird, glaube ich bald nicht. Naja, ich sag mal so, es wird in manchen, sage ich mal so, Ländern, oh, sau, wie Austin Powers wird jetzt hier gerade umgelenkt. Scheiße. So, ich sag mal so, in manchen Gebieten, da wird das ja noch so richtig bäuerlich mit der Hand gemacht. Da wird der Reis gezupft und geschlagen, ja, glaube ich, ne? So, da werden die Reiskörner so rausgeschlagen. Mhm. Ja, naja, das hast du dann alles, ne? Mhm. So, wie sieht's denn eigentlich aus hier? Was wird denn wieder alle? Heu. Heu und Silage müssten wir nachschütten. So. Wie haben wir denn eigentlich im Heusilo? Steht gar nicht da oder was? Hä? Im Strohsilo, meinte ich. Wieso steht denn das nicht da? Hm. Eis muss reichlich sein. Ja. So, jetzt schütten wir doch hier nochmal eine Ladung. Mischration rein. 86 Tonnen haben wir schon drin. Tonnen. Also das funktioniert wirklich mit der Mischstation grandios. Ey, hier wächst Gras. Wo? Auf dem Feld hier. Ja, da hat er so ein ganz kleinen Streifen mit angesät. Hm. Hat sich aufgepasst. So, das sollte auf jeden Fall erstmal reichen. So, zippel die Zupp, schnubbel die Schnupp. Dum, da, dum, da, dum. So, nehmen wir die Zeit nochmal auf 60. Wie ist das? Muss ich den Mähdrescher nochmal leer machen oder hattest du es zwischendurch gemacht? Nee, ich hab nur. Ich bin ja nur mit dem Stroh beschäftigt. Okay. Ja, der ist auch schon wieder randvoll. Komm, zieh. Gib Gummi. Timmy! Gib Gummi! Ach ja. Kommt das überhaupt noch? Nee. Ich glaube nicht. Wie sieht's eigentlich aus? Ach, das Gras ist ja auch schon wieder fast fertig. Mensch, können wir doch die Zeit hier mal hochdrehen, dann können wir gleich nochmal eine Mähung machen.
Ja, hier, das ist noch nicht so weit. So, na gut. So, komm, auf geht's. Da, da, Ey, das ist mein Auto. Ich hab's zugeschlossen, du hast es aufgebrochen. oh, Entschuldigung. Dumme Angewohnheit aus meiner Jugendzeit. Das Ups. Guck mal, was ich kann. Mit deinem Auto. Genial. Das sah gut aus. Gell? Soll ich nochmal machen? Ja, wunderbar. Ich sehe gerade die Mohrrüben von unten wachsen. Die Radieschen. Ach, Mensch. Manchmal ist es aber auch blöd. So, jetzt wollten wir uns das gute Stück ja mal von. Och, siehst du, das ist wirklich nicht schlecht gemacht, du von unten. Gell? Ja. Oh, schnell einschenken. Verrückter Bauer und Tour. Was passiert eigentlich, wenn man mit 100 km/h hier reinfährt? Oh. Ja, gut. Ach, das versuchst du nicht wirklich. Oh. Oh, Scheiße. Bin schon wieder umgefallen. Ist etwas, naja, gewöhnungsbedürftig. So, na gut, egal. Whee. Oh, Ey. ja. Iron Man, verstehst du? Hancock. So. Chance. Haha. Da piepst du mal ein bisschen. So, wollen wir gleich noch mal auslernen. Da am Horizont kommt der 770er. Ach, sieht aber auch immer wieder genial aus, dieses Teil. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch mal diesen Original von Landwirtschaftssimulator, den 770, getestet. Ja. Da hat mich ein bisschen gestört. Der entlädt. Der entlädt. Durch das Gerstefeld gehackt wie ein Gan. Der entlädt viel langsamer. Ah. Ha. Oh, Hillclimb, hä? Schaffen wir. Nee? Gibt's da vor. Alter! Oh, Alter. Hast aber Glück gehabt, du. Das Ding geht ab, ey, es ist zu geil. Scheiße. Oh. Oh. Attenzione. Attenzione. Ah, das war wohl nicht so richtig. Oh Mann, zu schwer, warte. Brauch ich mehr Anlauf. So, sieht die Sache schon besser aus. Ich habe hier auch einen SOS-Knopf drin, den könnte ich auch mal drücken. Kommst du hinten von der American Base? So, wie viel Gerste haben wir denn überhaupt im Lager? Was? Jetzt bin ich ja fast ins Wasser gefahren. 220 Tonnen. 200. 20, 280 Tonnen mit der Ladung. Ist ja Wahnsinn. Haben wir ja auch richtig viel, oder? Oh. Und kipp an. Ach so, nee, der kippt ja nicht, ne? Aber muss sagen, der Kennwurf, da kommt immer etwas langsam aus der Suppe, ne? Dauert immer mal ein Minütchen, bis es losgeht.
Oh, ich habe gelesen, Kuh im Sonderangebot. Das dachte ich mir, dass du das jetzt liest. Ja. Oh, das Gras sieht gut aus. Das Gras sieht gut aus. Da können wir auf jeden Fall mal eine Mähung machen. Willst du mähen oder soll ich mähen? Mäh nur. Mäh nur. So, na, dann leere ich eben mal schnell noch den Mähdrescher aus. Hui. Oh, ich habe gerade einen 360 gemacht. Wo bist du denn? Offroad. So. Oh, keiner klappt das alles wieder zusammen hier, ey. Moment, von das müssen wir noch runterklappen. So, und auf geht's. Gras mähen. Ich weiß halt nicht, wenn das Gras höher wächst, ich denke mal, ist der Ertrag auch höher. Ja. Du hast ja jetzt 48.000, ne? Bei Heu. So ungefähr, ja. Na, ich glaube, du hast ja 48 Tonnen drin, oder? Ne, wie viel hast du drin? Fast 48. Fast 48. Gibt's doch nicht. Ich kann die Dinger nicht zurücksetzen mehr. Nee? Nee. Ist doch blöd. Hm. Das ist doof. Das ist doof, ja, auf jeden Fall. Naja. Bist du zettern oder? Kann ich. So. Gleich letzter Part für dieses Spiel Session, David. Ja. Ja. Oh, Mann. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ich bin ja mal gespannt, ey. Ich muss mir noch einen Kopf machen, wie ich das gleich zum Release-Datum des Platinium-Add-on bekomme. Ich würde es mir ja gern kaufen im Laden, weil ich gern die CD hätte. Als Download-Version, ja gut, wäre es natürlich gleich verfügbar, ne? Hm. Aber ich hätte es halt auch gern im Regal, so ist es jetzt nicht. Wenn das der Preis nicht meistens kein Unterschied ist. Also, wenn dann nur minimal ist. So. Bin mal echt gespannt, ob dann alle Mods auch noch funktionieren. Weil das ist es ja. Da müsste ja das endgültige Add-on drauf sein. Also der endgültige Patch, der 2.0 Patch. Mhm. Bis jetzt ist ja wie gesagt nur der Beta 4 draußen. Und da müsste ja dann der Alpha drauf sein. Bin ich gespannt.